Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn für die PlayStation 4, Part 51. Ja, man sieht, ich bin hier live dabei. Ich werde hier gesucht. Aber das haben wir unter Kontrolle. Es liegt daran, ich war vorhin da vorne beim... ich werde jetzt hier angegriffen. Ich war hier vorne beim Lagerfeuer und wurde da direkt angegriffen von dem Steinbrecher da vorne. Und deshalb musste ich gerade jetzt ein bisschen reagieren. Da wundert mich, dass sie... So, den haben wir auch erledigt. Damit wir gleich keine Probleme haben gegen Steinbrecher, hole ich mal diesen Langbeiner hier zu uns. Ja, ich würde sagen, Webcam aus, damit wir uns 100%ig auf das Spiel konzentrieren können. Oh, er lebt noch. So. Oh, schön. Woher kommt das Schnappmaul? Hallo? Okay. Scheiße! Okay, weg hier. Boah, ich werde hier direkt angegriffen. Das gibt's doch gar nicht. Boah. Okay, ich sollte etwas dagegen unternehmen. Vielleicht das hier. Aua. Ja. Heilen. Aua! Alter! Schnell heilen, heilen! So, den müssen wir noch erledigen. So, vielleicht sollte ich mich mal heilen. Geschafft. Jetzt kommen natürlich noch mehr. Boah. Also ich hatte heute gehofft, in Ruhe diesen Steinbrecher zu machen. Aber man hat gesehen, was mal wieder so alles dazwischen kommen kann. Wahnsinn. Ja, das bedeutet erstmal für uns, natürlich in diesem Zustand können wir heute nicht spielen. Nein, Quatsch. Nee, wir müssen uns wieder heilen. Das ist leider Fakt. Weil mit diesem Leben hier will ich nicht freiwillig zum Steinbrecher gehen. Klar, vielleicht irgendein Freak, ja, der das Spiel in- und auswendig kann, alle Tricks und Tipps kann. Das hilft bestimmt weiter. Quasi kein Leben braucht, der kann das vielleicht schaffen, aber ich leider nicht. Okay, kümmern wir uns auch um die Wächter hier.
Einer von uns hier. Okay. Ja, bringt uns aber hier leider jetzt erstmal wenig. Da wir auf der Suche sind nach Kräuter. Ah, hier ist doch schon mal was. Also, wir müssen erstmal... Wir müssen erstmal auf Kräuterjagd gehen, bevor wir hier uns mit dem Steinbrecher nochmal messen. Weil so können wir uns einpacken. Ja, ist auch dem verschuldet, dass wir diese ganzen Langbeiner getötet haben. Da kam natürlich von irgendwo, aus dem Nix, kamen auf einmal die Schnappenmäuler. Also, puh. Mit denen hätte ich gar nicht gerechnet. Das Problem ist, Stiller Schlag konnten wir ja in Ruhe machen, aber bringt ja nichts, wenn wir nicht so viel abziehen gegen so große Maschinen. So. Etwas Vorrat. Das Wichtige ist erstmal, wir haben erstmal unsere Grundgesundheit auf 100%. Das ist schon mal wichtig. So. Jetzt können wir langsam anfangen, unseren Beutel voll zu machen. Dafür müssen wir natürlich jetzt herumlaufen und entsprechende Kräuter sammeln. So, hier haben wir zum Beispiel Kräuter. Sehr, sehr gut. Lass uns hier weitergehen. Vielleicht finden wir hier noch mehr Kräuter. Na, das leider auch nicht. Oh, sehr nützlich. Ja. So, wir brauchen auch hier Füchse, ne? Ja, Fuchshaut. Wir können ja noch mal kurz reinschauen. Tragekapazität, jawohl. Hier, schau mal. Jägerbogenköcher. Nice. Jetzt können wir 10 mehr tragen. Das heißt, benutzen wir noch die Gelegenheit und stellen ein paar Pfeile her. Ja, wir brauchen definitiv noch ein bisschen Heilung. Also mindestens 2 plus. Das im jeden Fall haben. Leise. Wieso sagt sie das? Sind hier Maschinen? Okay, man muss auch sagen, wenn sie das sagt, bin ich zu unvorsichtig. Ja. Ein Breitkopf. Wie sieht nochmal ein Breitkopf aus? Ach so, so war der. Okay. Ja, die sind auch ein bisschen stark, sage ich mal. Wenn man nicht richtig angeht, dann ist man geliefert. Vielleicht sollten wir mal eine Maschine kontrollieren. Wieder. Nicht mit in den Kampf mitnehmen gegen den Steinbrecher. Das ist leider das große Problem an der Sache. So ein Grauhabicht zu kontrollieren wäre geil. Der könnte bestimmt rüberfliegen. Und Elementarkräfte einsetzen gegen diesen Steinbrecher. Ja, hier sieht man wirklich das Problem. Ja, Heilung ist sehr, sehr selten hier. Vielleicht muss ich ein bisschen herumlaufen und die Wurzeln, die wachsen schon nach. Aber so kann ich definitiv nicht in den Kampf antreten. Dafür fehlt mir viel zu wenig an Kräutern. Da habe ich nochmal was. Zum Heilen, hoffe ich. Jawohl. Also sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Brauchen natürlich mehr, so wird das nichts. Sollten natürlich aufpassen, dass wir nicht zu weit springen. Damit wir nicht unnötig ihr Leben verlieren. Die scheinen sich auch immer in den nächsten Kampf zu schmeißen. Haben wir noch ein paar Kräuter. Also wir müssen durchaus immer hin und her laufen. Die scheinen immer nachzuwachsen. Die Sonne verliert nie. So, hier müssen wir natürlich wieder aufpassen. Hier sind Breitköpfe. Was es definitiv noch gibt, ist ein Speicherpunkt. Ich benutzen, weil wir doch sehr, sehr viele nützliche Sachen gesammelt haben. Von den ganzen Langbeinern und Schnappmäuler und Wächtern, die wir getötet haben. Da macht es auf jeden Fall Sinn zu speichern. So, schauen wir mal,
Die werden uns jetzt wahrscheinlich gleich entdecken. Hier ist aber eine Heilpflanze. Oder? Ne, eine Feuerbrennwurzel. Schade. Okay. Also ein Plünderer. Dem möchte ich jetzt nicht gerne begegnen. Hier gibt es leider auch keine Heilung. Oh oh. Wir sollten uns vielleicht ein bisschen zurückziehen. Das brauche ich später noch. Genau, hier haben wir noch Kräuter. Also es scheint wirklich so zu sein, dass sich das nach und nach regeneriert. Das neue Kräuter. Leider noch nicht aus. Wir brauchen mehr. Hier zum Beispiel. Jawohl. Und hier. Sehr gut. Und hier. Es geht doch. Heilung hier, liebe Freunde. Heilung ist das A und O. Sehr gut. Wir haben schon mal 2 Sterne. Also, ich sag immer Sterne. Ich meine eigentlich immer Kreuz. Da, ist wieder gespawnt. Weiß nicht, woran es liegt, aber... könnten, glaube ich, hier was herstellen. Kann das sein? Ja, hier, das hier. Okay. Das auch. Auf den einen kommt es jetzt auch nicht drauf an. Gut. Ja, theoretisch könnten wir es versuchen. Aber so ein bisschen mehr würde ich mir schon wünschen. Zumindest was die Heilung angeht. Komm, ein bisschen sammeln wir noch. Daran soll es jetzt nicht scheitern. Ein bisschen Holz können wir auch noch mitnehmen. So, jetzt brauchen wir mal wieder ein bisschen Heilung. Das ist nämlich zu wenig. Daraus werde ich später einen Trank brauen. Gut, hier ist auch wieder nichts. Da ist wieder was gedroppt. Oder gespawnt. Wie auch immer. Kann man so oder so sehen. Du bist wirklich groß, was? Genau. Das Problem ist auch, was wir haben, schon allein zum Schlachtfeld zu laufen, wo der Steinbrecher ist. Das kann uns auch wieder Leben kosten, weil er natürlich schön da oben wartet, bis wir kommen. Und bis wir da oben hingekommen sind, hat er uns wieder mit Steinen beworfen. So, zack. 3 Kreuze müssen wir mindestens kriegen. Oh, der Fuchs hier. Der läuft einfach übers Wasser. Wahnsinn. Wo ist der denn? Der ist doch tot, oder? Nee. Boah, krass. Ein raffinierter Fuchs. Leider nicht das, was ich wollte. Egal. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Heilkräuter und dann können wir direkt loslegen. Vielleicht gibt es auf der anderen Seite noch etwas. Schauen wir mal. Na komm. Geht doch. So, am besten hier speichern. Hier sind wir ein bisschen geschützter. Genau, hier sind wir geschützter als dort hinten auf der anderen Seite. Gleich haben wir Glück und es ist wieder was gespawnt. Ja, ich sehe was. Aber nicht Heilung. Hauptsache die Kaja-Fremden laufen hier herum. Vielleicht pflanzen die mal neue Kräuter für mich ein. Das wäre mal geil. So, hier haben wir was. Sehr, sehr nice. Jawohl, jetzt haben wir 3 Kreuze. Das reicht eigentlich für das, was ich eigentlich heute vorhabe. Ich will mich nämlich heute ein bisschen defensiver verhalten gegenüber dem Steinbrecher. Das heißt, beim letzten Mal haben wir uns ja hinter diesen Paletten in diesem Häuschen da versteckt. Je. Du bist wirklich groß, was? So, und das machen wir. Schnell speichern und direkt die Pflanze da vorne uns mitnehmen. Und dann geht's los. Auf geht's. Versuchen wir's. Nimm die Feuerpfeile heraus. Scheinen effektiver zu sein. So. Nehmen wir hier alles mit. Heilung haben wir hier auch sogar noch. Geil. So, jetzt müssen wir genau auf die andere Seite.
Scheiße. Aua. Wo ist das Holz hin? Da. Ist das wirklich dasselbe Häuschen? Sieht irgendwie nicht danach aus. Da ist das Häuschen. Da. Schnell auf die andere Seite. Du bist dabei, uns heilen. Fieber? Kein Wunder, dass du dein Gesicht unter der Erde versteckst. Aua. So. So, vielleicht noch diese andere hier. Okay. So, nehmen wir die Vorratskiste auf mit uns. Alter. So, hier schnell wieder rüber. Weg hier. Boah, das war knapp. So, jetzt wieder zurück. Können nebenbei ein bisschen Pfeile herstellen, kein Problem. So, da sollten wir auch noch was herstellen. Ich setze das auch gleich ein. So, jetzt. Okay. Heilung. Ja, es scheint ein bisschen zu klappen, aber nicht ganz. Da. Schnell wieder zur Seite. Wow. Alter. Nimm das, du Sack. Ah. Alter. Der scheint sich auch eine Strategie ausgedacht zu haben beim letzten Mal. Also es scheint irgendwie nicht so gut zu klappen. Beim letzten Mal war es irgendwie cooler. Schnell weg! Ah. So, jetzt gibt's gleich den Angriff. Vielleicht sollten wir ein paar Fallen hier aufstellen. Boah! Alter! Wer hätte das erwartet, dass er so kommt? Wir haben gleich keine Leben mehr. Schnell wieder ins Häuschen. So, ein paar Pfeile herstellen.
Wir verstecken uns hier. Gegen Feuer scheint er eine Resistenz zu haben. Schnell weg. Ich hätte nicht gedacht, dass er so hart sein wird. Seite. Wir müssen auf jeden Fall Fallen. Mehr Fallen aufbauen. Gleich mehr Eisbomben. Okay, mehr herstellen. So, Achtung. Jetzt versuche ich was. Schnell zur Seite. Das war knapp. Alter! Das kann doch nicht wahr sein. Wir brauchen... Wir haben auf jeden Fall wieder etwas entfernt. Das ist schon mal ganz, ganz geil. Aber es reicht noch nicht. Was macht der da? Mitten ins Ziel. Ich glaube, das hilft. Ja. Ja! Geil! Wir haben es geschafft. Boah! Wieso bin ich nicht gleich drauf gekommen? Den erstmal total hier einschüchtern, ne, auf dem Boden bezwingen und dann den voll mit den Stolperfallen hier zudröhnen. Wieso bin ich nicht gleich drauf gekommen? Dann wäre der Kampf viel, viel schneller vorbei gewesen, glaube ich. Geil. Ja. Guck mal, wie das sich bewegt. Ey, ich habe noch nicht alles mitgenommen. So, jetzt. Oh, geil, ey. Schaut euch dieses Stück Scheiße da an, ey. Guck mal, was soll das? Ich dachte, er ist tot. Komm, geben wir noch den Gnadenstoß. Komm, ey. Blechbüchse, ey. Das wäre jetzt hammerhart, wenn er wieder aufstehen würde und mich so richtig von hinten nehmen würde. Gott, ey. Ja, gut. Ja, ich muss jetzt erstmal wieder hoch. Oh, da ist jetzt zufällig ein Weg frei. Ich meine, der war vorher nicht frei gewesen, aber okay. Sei es drum. Hauptsache, wir sind jetzt hier da, wo wir sein wollen. Und zwar hier in Sicherheit. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall wieder heilen. Wir müssen viele Kräuter sammeln, weil schaut mal mein Leben, ey. Das geht mal gar nicht. Gut. Perfekto. So muss das sein. Reden wir mal kurz mit diesem Händler. Vielleicht können wir da ein bisschen was verkaufen. An Rohstoffen. Ah, hier auch Geschäfte mit Händlern. Das Blaue wollen wir ja behalten, haben wir gesagt. Aber das hier, das können wir wegmachen. Weil Geschäfte, ich mag keine Geschäfte mehr mit grünen Ausrüstung. Das ist schon von der Wertigkeit her nicht mehr so hoch. Von daher weg. Alles weg. So, das ist alles Munitionsherstellung. Das ist alles in Ordnung. Das können wir alles behalten. Gut, ja, in Sachen Waffen gibt es nichts nach wie vor. Hier können wir wieder ein paar grüne Sachen verkaufen. Boah. Mehr haben wir auch hier nicht. Hier oben das noch. Zack. Es sind aber viele grüne Sachen, die wir hier gefunden haben. Aber wie gesagt, wir benutzen meistens eh das Blaue, das Lilane. Von daher das Grüne, das können wir erstmal wegmachen.
Wir haben andere Ansprüche, sage ich jetzt einfach mal. sehr, sehr nice. Sehr gut. Ja, dann sprechen wir mal mit dem Vorarbeiter. Schauen wir mal, was der Vorarbeiter uns für Belohnung gibt oder für einen Dank ausspricht. Das ist schon ein bisschen frivol, oder? So eine Maschine habe ich noch nie gesehen. Jo. Und auch keine solche Jägerin. Nimm das. Es ist aus dem Steinbruch. Aber niemand wird sagen, du hättest es nicht verdient. Möge das Licht stets mit dir sein. Besonders, wenn du Maschinen aus der Tiefe begegnest. Das können die sonst aber besser. Nebenquest abgeschlossen. Blut auf Stein. Das können die sonst aber besser. Genau, 6000 Erfahrungspunkte. Das ist erstmal für den Moment nicht viel, aber wir können damit leben. Also, schauen wir mal. Notizbuch, da haben wir jetzt irgendwas gefunden. Ah, wahrscheinlich die Maschine. Selber, ja. Also, Körper besteht aus einer harten Außenhülle, die die synthetischen Muskeln und Betriebssysteme schützt. Das Zerstören dieser Bauteile deaktiviert die Fähigkeit, sich in die Erde einzugraben. Geil. Ich habe auch ganze Zeit drauf geschossen. Ich schieße mal da, wo die Bauteile gelb sind. So, was haben wir hier noch? Wärmeauslass. Treffer auf diesem Bauteil fügen der Maschine größeren Schaden zu. Und die Zerstörung dieses Bauteils deaktiviert den Elementarfernangriff und löst eine Elementarexplosion aus, die alles in diesem Bereich schädigt. Ja, und hier die Belohnungen. Die haben wir ja jetzt auch meistens bekommen. Gut, ja. Was haben wir hier für Fertigkeitspunkte? 2 Stück. Eine fehlt uns noch, um irgendwie noch was freizuschalten. Ja. Schatzkisten. Ha. Und das nicht zu wenig. Ja, liebe Freunde, ich würde sagen, dass das für heute erstmal wieder erstmal gewesen ist. Ich werde jetzt erstmal abspeichern. Ich schau mal, wo haben wir hier ein Lagerfeuer? Müsste eigentlich direkt vor meiner Nase sein. Ah, hier. Ja, ich speichere ab. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Ich muss sagen, es hat sich gelohnt, die ganzen Kräuter einzusammeln, sonst hätten wir es wirklich nicht geschafft. Weil, seht mal, mein Leben oben links, also, das war wirklich sehr, sehr knapp gewesen. Gut, jetzt bin ich aber raus für heute. Ich würde sagen, beim nächsten Mal checken wir wieder die Missionskarten ab. Wir haben hier wieder Quests auf jeden Fall. Durch auch den Langhals, den wir aktiviert haben, meine ich, sind da noch 1, 2 dazugekommen. Wir werden mal schauen, was wir am besten beim nächsten Mal machen. Wir könnten ein bisschen auch mit der Hauptquest vorankommen, weil die ist jetzt Stufe 12 zum Beispiel, die Hauptquest. Und ich will natürlich so ein bisschen mit dem Level weitergehen. Genau, ich würde sagen, Hauptquest, die Stadt der Sonne machen wir. Und dann die Reichen berauben, auch Stufe 12. Ich würde sagen, wir fangen mit den unteren an und arbeiten uns wieder hoch. Weil das meiste, was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir ganz, ganz viel, hier seht ihr schon, Stufe 20 Missionen schon vorab alle gemacht haben. Sind natürlich auch schon über Level 20, aber man sollte natürlich, damit es nicht so krass wird mit den Erfahrungspunkten, dass wir zu wenig kriegen auf einmal, weil wir die höheren Missionen als erstes getan haben und dann die kleineren, würde ich doch schon vorschlagen, dass wir die etwas kleineren Missionen erst machen, damit wir uns kontinuierlich so ein bisschen aufbauen können vom Charakter. Weil so haben wir jetzt eigentlich eine schnelle Entwicklung hinter uns gebracht, muss man wirklich sagen. Durch diese ganzen Jägerprüfungen hat es einiges nach vorne gebracht. Aber jetzt merkt man doch irgendwie, so kann sein, dass bei der einen oder anderen Mission so die Basics fehlen, dass wir vielleicht irgendwas kriegen, in der Regel, was wir schon hätten lange kriegen sollen, um vielleicht die Maschine ein bisschen besser zu besiegen, ich weiß es nicht. Oder wir müssen einfach nur mehr an unseren Waffenschrauben modifizieren, um halt Verbesserungen durchzuführen und dann stärker zu werden. Das kann natürlich auch sein. Schauen wir uns beim nächsten Mal auf jeden Fall an. Also erstmal die Hauptquest, dann die Nebenquest. Und dann werde ich mal gucken, ob ich meine Waffen modifizieren kann. Die Sache ist aber auch, wir sollten vielleicht uns darauf konzentrieren, eine Waffe zu finden, die vielleicht sehr, sehr hochwertig ist. Wie zum Beispiel dieser Zersprenger, genau. Der ist ja lila, sehr, sehr selten heißt das. Und davon sollten wir mal vielleicht andere Waffen herstellen, damit wir die teuren Modifikationen hier einsetzen können. Vorausgesetzt, wir dürfen bei einer sehr seltenen Waffe Modifikationen einsetzen. Hier zum Beispiel geht es nicht. So, genug gelabert. Ich würde sagen, für heute war es das erstmal. Genau, die Frau redet schon im Hintergrund die ganze Zeit. Ich speichere nochmal sicherheitshalber und bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin, alles Gute. Ciao.